Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den M-Asam oder auch Asam Beauty Magic Finish Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch dieses Jahr wird es wieder bei Asam Beauty zwei verschiedene Adventskalender geben. Einmal den gefüllt mit dekorativer Kosmetik und einmal den gefüllt mit Pflege. Beide kosten 59,99 €. Beide habe ich dir in der Infobox verlinkt. Schau da gerne vorbei, falls du möchtest. Und so sieht das Schätzelein aus. Also ich finde, es sieht sehr schön aus. Ein wunderschönes dunkelbraun Kupfer. Also das wird mein Freund hart feiern. Kann sehr gut sein, dass ich den für meinen Freund dann auch dieses Jahr neu befülle, beziehungsweise ist ja eigentlich der Adventskalender, den er dieses Jahr bekommt, in meinem Bauch. 24 Tage voller unfassbarer Überraschungen, die unser Babyboy uns sicherlich bereiten wird. Auf jeden Fall, ja, bin ich sehr glücklich darüber, dass ich ihn euch vorstellen darf, denn ich habe ihn jetzt in der Kooperation zur Verfügung gestellt bekommen. Und weil es halt eine Kooperation ist, mache ich auch eine Verlosung. Da verlose ich aber ein von mir selbst zusammengestelltes Beauty-Paket, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen. Steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und ja, ab heute, dem 1.9., sind die Asam Beauty Adventskalender verfügbar. Sie sind auch super, super beliebt. Und jetzt möchte ich einfach mal mit euch zusammen reinschauen, um zu gucken, ob die sich dieses Jahr lohnen. Beziehungsweise ob der sich jetzt lohnt, ne? Shine Bright Like a Star steht hier auf der Nummer 1 und wir haben erfreulicherweise einen Boxen-Adventskalender. Und hier habe ich als allererstes ein Starshine Lip Oil mit 1,6 Millilitern drin. Das ist einmal dieses hier und das ist eine schöne tragbare Farbe, finde ich. Die Farbe nennt sich Irish Cream und ist wirklich auch ein, ja, sehr schöner Lipgloss oder Lip Oil. Das ist jetzt ja die ganz neue Textur, die rausgebracht wird, quasi so ganz pflegen. Also so ein Zwischenprodukt zwischen Pflege und dekorativer Kosmetik, ne? So ein Lippenöl, was man dann halt auch wirklich getönt hat und so. Ich mag das sehr, sehr gerne. Auch die Nummer 2 ist mit dabei und Let It Glow, Let It Glow, Let It Glow steht hier drauf. Und da erwarte ich jetzt natürlich auch irgendwas Bartel-Flakel-mäßiges. Gut, dass wir natürlich hier bei den Adventskalender-Türchen deutlich kleinere Produkte drin haben, war mir bewusst, weil dekorative Kosmetik, das wird dann nur sehr interessant, falls hier irgendwelche Pudergeschichten drin sind. Nicht, dass da dann zu sehr Bewegung drin war. Auf jeden Fall ist das hier Magic Finish Glow Serum Diamond Glow. Passt definitiv. 7 Milliliter sind drin enthalten und da muss ich mich mal informieren. Ich würde mal einfach schätzen, dass das ein Flüssig-Highlighter ist, oder? Es macht auf jeden Fall so ein weißes Häufchen auf der Hand, wenn man es drauf macht. Riecht soweit nach nichts und gibt wirklich einen schönen Glow. Also wenn ich das jetzt auch noch weiter einarbeiten würde, würde ich fast schon sagen, dass es nicht unbedingt ein Flüssig-Highlighter, sondern eher ein Primer sein könnte. Crazy. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Ne? Believe in the Magic of Christmas. Definitiv glauben wir an die Magie von Weihnachten. Und Weihnachten hat auch immer was ganz Besonderes, finde ich. Also nicht nur dieses gezwungenermaßen sitzt die ganze Familie zusammen und hat sich lieb gedönsen, sondern es ist auch irgendwie magisch, oder? Und noch magischer, wie jetzt, wenn dann Schnee runterkommt, was jetzt seit Jahren nicht mehr so war. Hier habe ich ein Build-Up Hardener, also Nagelhärter mit 8 Millilitern drin. Sowas kann ich gut als Basecoat gebrauchen. Man muss halt immer nur schauen, ob danach auch ein Nagellack sich drauf schichten lässt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist das kein Produkt für mich, weil ich brauche das halt wirklich, dass ich mir einen Nagelhärter oder einen Basecoat mache, ne? Dann mache ich mir meine schichtenweise Buntlacke drauf und dann kommt Topcoat drüber. Fertig ist die Laube. Hier haben wir die Nummer 4. Da steht gar nichts drauf. Mensch, Mensch, Mensch. Da sind Ihnen die Sprüche ausgegangen. Ja, oh ja, das ist auch ein schönes Produkt. Volume and Repair Lip Balm Iced Champagne ist die Farbbezeichnung. Das ist einmal dieses Produkt hier. Und auch das scheint eine Travel Size zu sein. 2,3 Gramm Iced Champagne, genau. Und das sieht sehr interessant aus, muss ich sagen. Mein Drehvieh ist ein bisschen locker. Ich weiß nicht, ob das so muss. Sehr, sehr locker. Der riecht. Boah, der riecht voll süß. Nach irgendwas Kuchenartigem. Ich möchte da reinbeißen. Wow. Ja, gibt sowas einer verfressenen Schwangeren und du hast verloren, ich sag's dir, ne? Schöne Farbe. Sieht auch cremig aus und ich glaube auch nicht, dass es ein Produkt sein wird, was so antrocknen wird. Ich finde es ehrlich gesagt aktuell auch ziemlich cool, dass wir hier so Farben drin haben, die ich persönlich jetzt so auf der Homepage noch nicht gesehen habe. Ne? Ich habe schon zweimal ein Fullface mit
M.A.-Samen-Produkten geschminkt. Das heißt, theoretisch habe ich ja auch einiges in meiner Sammlung. Die Produkte habe ich noch nicht. Sodele, die Nummer 5, der Tag vor Nikolaus, ist auch spruchfrei unterwegs. Ei, so ein Riesenkläppchen, Würstchen und dann hast du hier so ein... Ui! Ja, okay, gut. Bislang hatten wir noch nicht wirklich ein Füllprodukt oder sowas drin. Und das hier ist ein wirklich edel verpacktes Füllprodukt. Das muss man ihm zugute halten. Also es sah halt so aus, als man es rausgenommen hat, was wirklich hübsch ist und so. Letztendlich ist es aber eine Glasnagelfeile. Bin ich auch ehrlich mit euch. Ja, Nagelfeilen braucht ein Mensch definitiv. Und ich habe mir eigentlich geschworen, dass ich dieses Jahr nicht über Nagelfeilen in Adventskalendern lästern möchte. Glasnagelfeilen mag ich ehrlich gesagt einfach nicht gerne. Das ist, ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl, also so mein Rückengefühl, wenn ich Glasnagelfeilen anwende, ist gruselig. Wird auf jeden Fall weiter wandern, wird seine Anwendung finden. Ne? Ja, passt. Nikolaus, ein ganz besonderer Tag. Hier steht drauf, Magical and Sparkly Times Ahead. Natürlich, oh, das hätte ich jetzt in der 6 nicht unbedingt erwartet. Wunderschön. Hier haben wir ein Magic Finish drin in so einer Sonderedition. Wie viel Gramm sind denn hier wohl drin enthalten? Sag mal, 20 Gramm ist keine Full Size, aber guck mal, wie hübsch dieser Deckel ist. Das ist wirklich schön. Also in so einer Special Edition habe ich jetzt noch kein Magic Finish gesehen. Ich muss gestehen, dass mein Deckel sich auch ein bisschen löst. Also nicht löst, sondern es sieht sehr, so aus, als könnte er sich bald lösen. Ich bin da ehrlich mit euch, auch wenn es eine Kooperation ist, das wisst ihr. Ich werde es ausprobieren, ob ich das mittlerweile vertrage. Ich habe das schon mal verwendet, das Magic Finish. Und da hatte ich leider ein kleines Problemchen damit, weil ich halt eine extreme Trockenpflaume vom Gesicht her bin. Aber mittlerweile hat sich meine Haut ja auch deutlich verbessert durch die verschiedenen Pflegeanpassungen, die ich vorgenommen habe. Vielleicht funktioniert es jetzt. Mal gucken. Auf der Nummer 7 steht, Have a colorful day. Ich liebe es. Ja, bunt muss sein, Leute, ne? Und sei es, dass man sich bunt anmalt oder sonst irgendwas macht. Ich finde es einfach großartig. Okay, wir haben jetzt schon das dritte Lippenprodukt hier drin. Holiday Crush, auch das scheint eine Sonderfarbe zu sein. 4 Gramm. Ich mag extrem gerne diese Magic Finish Lippenstifte. Da habe ich auch schon einige von. Ich weiß jetzt nicht, ob das Satin ist oder ob das matt ist. Satin, Claudi. Ich glaube, ich habe sogar vorgelesen, oder? Wow, okay. Also meine Hände glitzern übrigens auch so ein bisschen von... dem Magic Finish von eben. Ja, ich mag den Duft sogar davon. Das ist ziemlich verrückt. Ich swatch auch den mal, weil ne, das werde ich schon behalten. Ich möchte die Sachen ja auch mit euch zusammen austesten. Und das ist eine schöne Farbe. Das ist eine tragbare My Lips But Better Farbe. Die Farben wiederholen sich nicht. Ne, mag ich gerne leiden. Das ist schön. Oh, magnetisch. Oh. Aufgrund verschiedener Tatsachen darf die 8 machen, dass es kracht. Denn es ist Sammys Geburtstag. Es reimt sich auf 8. Und ja, es ist einfach irgendwie, irgendwas muss die 8 doch machen, Leute, ne? Auch hier, ne, aber wie traurig sähe sonst der Adventskalender von außen aus? Kann man auch nicht anders sagen, wenn man die Kläppchen oder die Boxen so groß halten würde, wie das, was drin ist. Das finde ich aber schön, denn hier haben wir einen Lip Designer drin mit 0,095 Gramm, süß, in der Farbe Holiday Crush. Also es passt wirklich auch dann zu den Lippenprodukten, die ich jetzt schon hier habe. Das kann ich euch beweisen, denn ich swatch den jetzt auch mal. Und ich habe jetzt hier auch meine ganzen Swatches. Deswegen swatche ich den hier auch einfach mal relativ mittig. Also der passt definitiv zu dem Lippenstift, ne? Das auf jeden Fall. Und auch den hier, die anderen Lippenprodukte würden sich damit kombinieren lassen. Aber er passt halt optimal zum Lippenstift. Und das ist ja mega gut. Ich glaube, in der 9 dürfen wir uns über Nagellack freuen, denn gewichtstechnisch würde das hinkommen. Ja, und da hat sie einfach mal recht. Oh mein Gott, das ist eine schöne Farbe. Also auch die Farben sind wirklich, also das ist jetzt wirklich mal ein Lob, auch an das Thema Adventskalender angepasst. Cheerful Red ist hier die Farbbezeichnung und das ist wirklich ein Rot, klassischer roter Nagellack, aber ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Der hat auch so Glitzerpigmente mit drin. Und das passt einfach zur Weihnachtszeit, ne? Also der wird auch auf jeden Fall bei mir bleiben, den werde ich auch ausprobieren. Ihr werdet das auf meinen Nägeln sehen, ne? Richtig schön, echt. May a day be as bright as your highlighter. Also sparkly, parkly wird es mit der Nummer 10 weitergehen. Da bin ich wirklich gespannt. Oh, haben die hier wirklich einen Highlighter reingepackt? Hollywood Glow Powder. Ich glaube, ich habe noch keinen Highlighter von M.A.-Samen. Von der Magic Finish Reihe. Das fände ich ja mal mega cool. 2,5 Gramm sind hier drin enthalten.
Oh, wow. Okay. Es ist Gold, aber also finde ich cool, wirklich cool. Das ist sogar mit einem Spiegel, der ist jetzt noch ein bisschen abgeklebt. Ich glaube, ich habe. Wow. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich den dann tatsächlich auch tragen kann, weil der wirklich sehr Gold ist. Ne? Also der passt dann auch nicht zu jedem. Ich habe den jetzt auch auf diesem Primer mal geswatcht, dann wirkt der noch intensiver. Oh mein Gott. Also das muss ich natürlich mit dem Pinsel auf dem Gesicht sehen. Das ist schon intensiv. Aber es passt halt zu Weihnachten, ne? Das finde ich cool. Also ich bin auch ein bisschen erstaunt, dass das Produkt den Transport so überlebt hat. Aber cool. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Glitter like snow. Okay, da habe ich jetzt ein bisschen wie Glitter. Ah, okay. Wir haben einen Pinsel hier drin und da ist Glitzer drauf. Oh, schön. Finde ich wirklich klasse. Okay, also ich versuche den jetzt mal rauszufriermeln. Da haben wir auch so ein, ne, Pinselüberzieher-Vieh, was übrigens über den ganzen Pinsel gegangen ist. Das finde ich krass. Und hier haben wir einfach einen ganz normalen Shader-Pinsel, womit man halt so Lidschatten auftragen kann. Und der Stiel ist so schön sparkly. Also das passt halt auch zu dem, was da auf dem auf der Box stand, ne? Nee, finde ich cool. Halbzeit, die Nummer 12. Ich finde immer, Halbzeit sollte schon so ein bisschen was Besonderes sein, weil es ist irgendwie auch so, die erste Hälfte ist zu Ende. Mal gucken, wie es dann so weitergeht, ne? Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein Brain-Kram von mir. Instant Dry Drops von Emasa Magic Finish. Okay, 5 ml sind hier drin. Das heißt, das soll machen, dass der Nagellack schneller trocknet. Muss ich wirklich gucken. Also ich habe da letztens auf dem Mädelsabend auch mit meinen Freundinnen drüber gesprochen oder mit einer Freundin und die fragte mich, was ich davon halten würde. Ich sage, bislang war es so, alle Quick Dry Drops oder so, die ich verwendet habe, haben natürlich gemacht, dass der Nagellack schneller getrocknet ist. Das gibt es ja auch als Spray, ne? Aber leider halt auch, dass meine Nagelhaut sehr, sehr trocken wurde und das war halt auch nicht mehr so gut. Also da muss man halt wirklich gucken und schauen, wie man das dann anwendet und da muss ich einfach schauen und dann werdet ihr davon hören, entweder im Aufgebraucht-Video oder halt, wenn es halt nicht so gut war, im Flop-Video. Die Nummer 13 ist wirklich sehr, sehr leicht. Also eine Nagelfeile hatten wir ja schon, deswegen kann hier keine drin sein. Ein Stift haben wir hier drin. Klassisch. Aber cool. Eyebrow Designer Magic Finish in Light Brown. Ich habe mir tatsächlich auch eben so ein paar Produkte aus meiner Sammlung rausgesucht und hier auf meinem Tisch liegen. Das heißt, ich habe ihn tatsächlich schon bei mir und kann euch dann meinen swatchen. Und der hier wird dann weiter wandern. Auch hier 0,095 Gramm sind hier drin enthalten. Und den hatte ich mir tatsächlich dann auch damals mal gekauft. Ja, weswegen ich euch dann auch meinen swatchen werde. Dann seht ihr nämlich auch die Farbe. Passt nicht immer farblich bei mir. Also auch jetzt so im Hochsommer könnte es schwierig werden, aber wenn es halt Richtung, ja, Winter, Herbst geht, ne, wenn man den Adventskalender ja auch tatsächlich eigentlich auspackt und nicht im August, Claudia, dann, ja, passt das halt bei mir ein bisschen besser. Aber mutig übrigens, dass man einen Augenbrauenstift hier reinpackt, weil nicht jeder hat diese Augenbrauenfarbe, ne? Das kann schwierig werden. Die Nummer 14 habe ich hier und das fühlt sich an, als wäre da irgendwie gar nichts drin. Doch. Hier ist was drin. Und zwar sind das Iconic Brow Stencils. Dramatic, Elegant und Classic. Also da kannst du, ja gut, das sind Augenbrauen, Schablonen. Genau. Ganz zu Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich mir sowas auch tatsächlich, glaube ich, mal gekauft oder hatte es mal in der Box oder sonst irgendwo mit dabei und habe mich da mega drüber gefreut und habe mich dann auch langsam an dieses Augenbrauen-Game, ich muss kurz anders sitzen, herangetraut. Mittlerweile mache ich das halt freihändig, sieht nicht immer gut aus, ich weiß, aber ne, mache ich halt ohne diese Former und ja, das hier wird dann auf jeden Fall weiter wandern. Was haben wir nun in der Nummer 15? Da können wir mal gucken. Es rappelt auf jeden Fall im Karton. Und hier habe ich drin Perfect Me Make-up Transparent Magic Finish 7 ml. Das ist interessant. Habe ich schon mal gehört, habe ich noch nie verwendet. Bin ich sehr interessiert dran. Das ist, glaube ich, so ähnlich auch wie dieses Becca Zero Gedöns, oder? Wisst ihr, was ich meine? Hallo? Fliegst du jetzt vielleicht nach unten, damit ich dir ein Häufchen machen kann, oder was? Ist das wirklich ein Make-up? Also quasi, das ist ja wie das Magic Finish, nur halt dann in farblos, ne? Hier seht ihr das Häufchen Elend. Nein, es ist kein Elend, es ist einfach nur ein Häufchen. Das verteile ich jetzt mal. Ich frage mich dann halt, was soll das dann machen? Gut, ein bisschen weich zeichnen, hat dann auch was, eigentlich eher von einem Primer, oder wie seht ihr das?
Riecht leicht angenehm. Leicht angenehm vor allem. Riecht angenehm. Leicht blumig, würde ich sagen. Und hier habe ich das jetzt aufgetragen. Natürlich, es ist transparent. Es ist halt irgendwie... Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Aber ich habe von Becca Zero ja auch nicht das, den Sinn verstanden. Okay. Holiday Magic in the Air. Yo. Da habe ich auf jeden Fall die Nummer 16. Und es fühlt sich an nach einem Nagellack. Also so vom Rollen her, vom Schweregrad her. Auch da wieder eine besondere Farbe. Die nennt sich mit 8 Millilitern Rose Gold Metallized. Das ist natürlich total schön. Und ja, lässt sich auf jeden Fall schön kombinieren und ist dann auch eine gute Farbe für Weihnachten, ne? Ja, wir nähern uns ja auch gerade ziemlich krass der Weihnachtswoche. Die Nummer 17 habe ich hier und da steht drauf, when in doubt, wing it out. Wenn du Zweifel hast, mach einfach ein Wing. Ist hier bestimmt ein Kajal drin, ne? Oder ein Eyeliner. Bitte lass es ein Eyeliner sein. Kajal finde ich jetzt nicht so bombastisch. Ja, Miracle Eyeliner Pen in Black. Vielen Dank im Awesome. Das finde ich großartig. 0,8 Milliliter sind das. Und ja, denn diese klassischen Kohlkajale... Ja gut, nicht jeder packt so viel Adventskalender aus, wie ich das hier YouTube-mäßig mache, ne? Trotzdem, ich bin überhaupt kein Fan von Kajalstiften. Gerade von klassisch schwarzen, weil da habe ich einfach so viele von. Und das hier ist einfach so ein ganz normaler Filz-Eyeliner. Finde ich großartig und ja, der malt schön. Der malt richtig schön. Da habe ich Bock drauf, Leute. Das kann was werden mit uns beiden. Die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche und dann gucken wir mal rein. Oh ja, wir haben hier ein Lippenprodukt wieder drin. Ultimate Lip Gloss, auch hier 1,6 Milliliter. Die Farbe nennt sich Frosty Sweets. Okay, also finde ich richtig hübsch. Wirklich hübsch. Wirklich, wirklich hübsch. Gucken wir mal die Farbe uns an. Das hat so Sparkles. Boah, auch der riecht unfassbar süß. Ja, auch nach Weihnachtsplätzchen halt, ne? Boah, ich mag das. Nicht jeder mag sowas. Ich mag sowas. Ich habe keinen Platz mehr auf dieser Hand. Das ist total verrückt. Ich swatch den hier oben einfach mal. Und da sieht man auch, also ich weiß nicht, ob die Kamera das gleich auffangen wird, aber da sind richtig schöne Schimmerpigmente drin, die halt auch so bläulich, rosa schimmern. Und das wird auch sehr schöne weiße Zähne machen. Finde ich total cool. Und ich bin ja auch ein absolutes Glossy-Mädchen, ne? Die Nummer 19. Brow Fixing Gel Light. Oh, 4 Milliliter, das dürfte eine Full Size sein, oder? Kann man das hier unten auch noch abdrehen? Nein, das kann man ja bei Revolution tatsächlich, ne? Ja, genau. Also hier haben wir ein Augenbrauen-Fixierungsgel, was halt auch so ein bisschen gefärbt ist. Und das kann ich ganz gut leiden, wenn ich jetzt so mal eben schnell... Oh, ja, haben wir auch so ein kleines Mini-Bürstchen, ne? Finde ich auch super. Nö, also ich glaube, das wird eine ganz gute Geschichte. Dürfte farblich auch wirklich gut bei mir passen. Und also im Lippen, Fazit folgt noch, ne? Ja, ja, ihr wisst Bescheid. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hiermit im 20er Bereich. Auch das fühlt sich nach Nagellack an. May you shine brighter than the lights on your Christmas tree. Also du sollst heller als die Lichter, als die Leuchten, Lampen, wie auch immer, an deinem Weihnachtsbaum scheinen. Und das möchte dieser Nagellack uns wirklich bringen. Wow, 8 Milliliter Full Size wahrscheinlich. Holiday Lights, ist das nicht cool? Die haben sich da was überlegt, ne? Die haben halt wirklich die Verpackung und die Sprüche darauf zusammen damit designt, mit dem, was sie da auch reinpacken. Das hier ist einfach schwierig abzuschminken vor allem. Abzumachen, keine Frage, weil das sind ja so Goldplättchen. Aber es ist wunderschön auf dem Nagel. Und ich liebe es, wenn ich so richtig klassisch roten Nagellack habe. Mann, ey. Und dann halt diese Plättchen, Goldvieh-Sachen drüber. Oh, mega cool. Also mit dem Nagellack, da haben sie mich echt überzeugt, muss ich sagen. Ne? Weil das halt einfach irgendwie, also ich bin schon wieder beim Fazit, weil das halt irgendwie doch passt. Alles passt. Irgendwie passt das alles. Die Nummer 21 haben wir hier. Auch hier haben wir wieder ein Lippi drin. Ja, gut, es ist schon wieder ein Lippenprodukt. Das ist jetzt ein bisschen viel. Satin Lipstick, das ist so eine kleine Größe mit 1,9 Gramm in natürlich Red Ribbon. Ne? Also da hast du ein klassisches Rot mit dabei. Das musste aber auch definitiv in diesem Adventskalender enthalten sein. Ansonsten wären wir alle wahrscheinlich sehr traurig gewesen. Das ist aber gar nicht so ein Knallerot wie das, was ich jetzt zum Beispiel drauf habe. Behalte ich auch, swatch ich auch, was soll der Falschgeiz hier? Das ist so ein ziemliches bäriges Rot. Das ist ja Wahnsinn. Guck dir das mal an. Ne? Also richtig bärig. Nee, das ist kein klassisches Weihnachtsrot.
Nee, 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 nee. Also nicht der x-te Weihnachtsrote Lippenstift, das hat sich jetzt gelohnt, den auszupacken und zu swatchen, das sag ich euch doch. Die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22, All I Want for Christmas are Magical Make-up Looks. Ja, da werde ich euch noch einige bis Weihnachten kreieren können, Leute. Kein Problem, bin ich mit dabei. Porcelain Tint, Lichtschutzfaktor 30, Make-up ist das auch wieder, 7 Milliliter. Also haben wir im Prinzip von der Foundation, und das finde ich gut, weil es ist schwierig, hier Foundation-Farben reinzupacken, sind wir mal ehrlich. Ne? Hiermit haben wir schon mal 3 verschiedene Farben, weil wir haben ja auch das Transparente, wir haben Porcelain Tint und wir haben auch das Magic Finish in Normal hier mit dabei. Ne? Finde ich cool, dass die das mit reingepackt haben. So, Lille, der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Also ich befürchte, dass wir hier wirklich noch so einen schwarzen Kohlkajal jetzt bekommen, oder? Am Tag vor Heiligabend? Bestimmt. Nee. Nee, Eyedesigner Bronze. Das finde ich gut, Leute. 0,095 Gramm. Aber finde ich gut. In Bronze. Da hast du nämlich auch noch ein bisschen was, was du dir so auf die Augen geben kannst. Theoretisch sogar in Kombination mit dem Highlighter. Das könnte auch was Cooles sein, oder? Müssen wir mal schauen. Müsst ihr selber mal sagen. Und das hier als, ja, und das hier so als außen so ein bisschen. Ihr seht den bronzenen Strich? Ich glaube schon, ne? Und das passt halt wirklich gut zusammen dann mit dem Highlighter. Und dann machst du dir wirklich einen easy peasy Weihnachtslook. Das ist cool. Und dann machst du dir halt den Eyeliner und fertig ist die Laube. Finde ich sehr, sehr schön. Trommelwirbel. Was fehlt uns noch? Am 24. Dezember, also quasi an Weihnachten, an Heiligabend, have a Fabulash Day. Also entweder sind hier Wimpern drin oder wirklich eine Mascara. Ich hoffe, hier ist eine Mascara drin, denn ich mag nicht so gerne künstliche Wimpern. Ja. Glück gehabt. 5-in-1 Hybrid-Mascara von Emasa Magic Finish. 5 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das passt doch zu Heiligabend. Machen ehrlich gesagt auch viele Firmen, dass sie dann in die 24 eine Mascara reinpacken. Und ja, wir hatten ja auch, also wirklich, so, das ist ja echt nicht schlecht, Herr Specht. Was zur Hölle? Müffelt ein bisschen. Ne? Sieht unglaublich krass aus. Also ist ein Gummibürstchen mit so Zacken. Macht mir ein bisschen Angst. Aber mit diesem Außenvieh, was aussieht wie so ein Streitkolben oder so, kann man wahrscheinlich sehr schön hier außen diese Wimpern definieren oder den unteren Wimpernkranz, ne? Also quasi die unteren Wimpern. Ja, doch, das ist mein Adventskalender. Wenn man auf der Suche nach einem Adventskalender ist, der nur mit dekorativer Kosmetik gefüllt ist, ist dieses Schätzelein euer Favorit, denke ich mal. Denn für 59,99 bekommst du hier echt einen guten Inhalt. Du hast einen abwechslungsreichen Inhalt, der jetzt nicht unbedingt Hallo, hier Standardsortiment schreit. Wir haben natürlich recht viele Lippenprodukte, wenn ich so auf meine Folgeswatch da angucke. Cool wäre natürlich so ein Bronzer gewesen, Blush wäre schön gewesen. Du kannst aber definitiv den ein oder anderen Lippenstift als Creme-Blush-Zweck entfremden, ne? Wollte ich nur mitgegeben haben. Das sagt Maxim ja auch immer. Und da hat er auch vollkommen recht mit. Eine Mascara ist dabei. Also wir haben wirklich alles dabei, was man im Prinzip braucht. Klar, ein Puder wäre irgendwie ganz praktisch noch gewesen, weil die ja zum Beispiel auch dieses lose Puder haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber das hatten die letztes Jahr drin. Und die wollten dann wahrscheinlich dieses Jahr einfach mal etwas anderes hier reinpacken. Unterm Strich, schöner Adventskalender, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, 177 € Warenwert wurde ausgerufen und ich finde es auch vollkommen legitim, dass hier auch nicht unbedingt alles voller Full-Size-Größen ist, sondern dass dann halt kleine Größen genommen wurden. Es sind aber keine Testgrößen, weil da kommst du echt eine ganze Weile mit hin, würde ich mal so sagen, oder? Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Adventskalender haltet, aber ich finde den wirklich klasse. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass auch dieser Adventskalender dieses Jahr wieder super schnell ausverkauft sein wird. Also haut in die Tasten, schaut in der Infobox vorbei, wisst ihr Bescheid, ne? Da sind die Adventskalender verlinkt. Vielen Dank, liebes Asam-Team, Asam-Beauty-Team, dass ihr mir den Adventskalender zum Vorstellen zur Verfügung gestellt habt. Denkt ihr bitte noch an die Verlosung, damit ich euch noch was zurückgeben kann. Das fände ich nämlich total cool. Ja, und dann war es das hier von mir. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen.
Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!